Heute geht's nochmal in den Wald und zwar ein bisschen craften und farmen. Wir spielen Forest Farm auf der PlayStation VR 2. Ja, und wie der Name schon sagt, ja, können wir da verschiedenste Dinge machen. Entspannendes Spiel ist das. Mein Name ist Thomas und ihr schaut Voodoo.de VR. Danke an meine Sponsoren Voodoo's VR, Open Events, Virtual Escape Area 1 und Virtual Reality Center Basel. Viel Spaß mit dem Video und los geht's! Voodoo.de. So Leute, willkommen im Spiel. Wir stehen mitten im Wald. Ja, und hier ist so ein komischer Typ mit einem Pilzkopf. Danke den Göttern, die du angekommen bist. Aha, ich bin Rai und ich bin hier, um dich anzufangen. Ich hoffe, das ist das ein Scherz oder eine schlechte Übersetzung? Die Zitadelle in der Nähe wächst hungrig und wir brauchen ihre Hilfe. Zeigen Sie zunächst Ihre Hand auf die nächste Taste und verwenden Sie die Taste L2, um ihre zu aktivieren. Die Königin der Zitadelle hat für Sie geschickt. Ihre Leute hungern und sie braucht deine Hilfe. Sie sucht dringend einen neuen Landwirt, nachdem der letzte nach Norden gelassen hatte. Ja, ich denke, da hat einer Google Translate benutzt und das auch noch ziemlich schlecht. Also das war wahrscheinlich noch nicht mal Google Translate. Sprache. Was ist das denn für eine Sorry. Japanese, Korean, Russian, Spanish. Okay. Ich würde vorschlagen, wir machen das auf Englisch, ja, weil sonst wird das hier nix. Smooth turn. Safe. So. From the options menu, please select your locomotion preference. Let's learn the basics of movement. Ja, ja, hab ich. Ja, teleport geht auch. Now you're getting the hang of it. Now let's get using your inventory. Let's check out your inventory. This is where you will store your produce, seeds and things. Ah, okay. Let's open your inventory, which will display 9 slots for you to... Ah, das ist unser Inventar. Ne? Okay. Das können wir mit der Grip-Taste offensichtlich... To move items into a grass and drop them in the slot you want to store it in. Remove an item from a slot by grabbing it. Close your inventory by pressing the button below. Also irgendwie funktioniert das hier auch gar nicht drauf zu drücken. All great farmers have great tools. You must find them. Shovel. Garden plots. Eggs. Cut down trees. Pickaxe. Mine. Fishing rod. Catch fish. Bucket. Fetch water. The target at your feet will tell you which direction to follow. Ah, okay. Go and speak with the gent, the genomus, to find your tools. Then return to me once you've collected all your tools. Das sieht ja schon ein bisschen arg steril hier alles aus. Guck mal. Hi there, I've been expecting you. I'm Gino. Excellent to meet you. I have something here that belongs. Your kind were known for having tools. Yeah. Der will offensichtlich eine Möhre. Ah, guck mal, hier ist schon mal ein Tool. Ha! Muss ich das jetzt... Oh Mann, ich glaub's ja nicht. Ah. Kann ich das irgendwo...
Jetzt müssen wir zurück. Level 0 Axt. Ich frage mich, wo ich diese hier hinstecken kann oder wie oder was. Geht noch weiter. Da. Na, wir können den Baum fällen vielleicht. I've been close. Haha. Gott, was ein Quatsch. Please take this shovel as your reward. Ja, ich muss doch irgendwo. Hey, das ist doch total Banane. Wo kann man die denn speichern? Also, der meinte doch im Inventarslot, aber irgendwie geht das nicht. Was ist das? Ah, leck mich doch, was ein Quatsch, ey. Okay. Ich denke mal, wir gehen einfach mal da. Ja, die Axt liegt jetzt da hinten rum, also aber offensichtlich kann man die ja nirgendwo. Tatang. Das ist ja total Banane, das Spiel. Also sorry, da bin ich raus, ey. Was ein Quatsch. Offensichtlich kann man die nur nach der Reihe einsammeln. Was will der? Fantastic, it's been... I have a tool here for you, if you can help me. Just walk into the river and dip your bucket into the water. Then return with a full bucket and put it... Aha. Jetzt muss ich wieder... Hä, das kann doch unmöglich sein, dass man diese Dinger nicht... Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, wo meine Axt ist. Was soll denn die Scheiße? Okay, ich brauche Wasser. Da ist Wasser. Was macht er da für komisch? Was sind das für komische Kugeln? Hä? Was ist das für ein Schwachsinn? Also wirklich, wer hat denn dieses Spiel hier? Was ein Blödsinn. Wahrscheinlich muss ich diese Kugeln aufheben, ne? Ja, ich muss tatsächlich... Ich glaube, ich muss diese Wasserkugeln aufheben. Tatsächlich. Was ist das für ein Schwachsinn hoch 10? Also Wahnsinn. Also da bin ich raus. Da bin ich raus. Das ist ja wirklich totaler Mumpitz. Jetzt tue ich dem hier diese Dinger da rein. Das Menü geht auch nur von 12 bis Mittag auf. Mhm.
Und mehr als können die eh nicht machen. Der sagt immer noch, ich soll da hingehen. Warum eigentlich? Was ist das? Warum soll ich denn immer noch? Ich hab doch hier alles. Oh Mann. Gehen wir mal zu der. Na, das ist... I'm searching for pink crystals, but I can't seem to break those stones. Ach du Scheiße, ist das ein Quatsch. Ja, da ist ein pinker Crystal. Tja, nee, Leute, also das ist Quatsch, ja? Also da, ich denke, da sind wir uns vielleicht einig, da habe ich auch keinen Bock mehr, das weiterzuspielen. Ich zeige noch ein ganz kleines bisschen auf meinem englischen Kanal, aber... Also sowas Stumpfes, ja? Da zockt lieber irgendwie, wenn ihr sowas haben wollt, Medieval Dynasty auf der Quest 3, das ist millionenmal besser. Weil das hier ist so stumpf, das ist so lieblos, die machen nur ja? Keine Ahnung, wie das mit dem ganzen Menü funktioniert. Also ich weiß ja auch gar nicht, wie man dieses Ding hier... Wo kann man das denn? Das muss man doch irgendwo ablegen können. Hier, warte mal. Ah. So. Okay, doch, dann sage ich nichts mehr, ja. Okay, also man muss die auf dem rechten... Controller die untere Taste drücken, dann kannst du das machen. Okay, dann ist immerhin, ja. Aber trotzdem, ich meine, das sieht aus wie Grütze. Das ist absolut lieblos. Und ich glaube nicht, dass wir das zocken sollten. Ja, ganz ehrlich. Ja, also wir gehen zurück ins Studio und dann reden wir darüber. Forest Farm, Leute. Ja, alle Daumen, die ich habe nach unten, das ist Quatsch. Ist völliger Quatsch. Also, ja, also, das ist so lieblos. Die Grafik ist... grottenschlecht, das macht auch gar keinen Spaß, sieht aus wie dahingeklatscht in 30 Minuten und da braucht man gar nicht drüber zu reden, dass niemand will dieses Spiel zocken, ja, also was soll ich da groß drüber erzählen, geht einfach einen Umweg drumherum, zockt irgendwas anderes, zum Beispiel meine Empfehlung Medieval Dynasty auf der Quest 3 das, oder Quest 2, das ist auch ein super tolles Spiel, aber das hier geht gar nicht. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Daumen nach oben, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.